Ja, liebe Palmfreunde, es ist wieder mal soweit. Der Winterschutz ist jetzt hier komplett aufgebaut. Und die kommende Woche haben die ja bis minus 8 Grad hier bei unserer Region gemeldet. Und ich gehe dieses Jahr gar kein Risiko ein. Ich habe hier sämtliche Pflanzen, diese tropischen Palmen, verkabelt mit Heizdraht und Winterschutzhaum, Fließhaum. Und dann hoffe ich, dass das alles so funktioniert. So, ihr Lieben, ich habe ja mittlerweile jetzt vier verschiedene Überwinterungssysteme. Das sind einmal hier diese Pflanzenüberwinterungssysteme von Hassler. Die habe ich ja schon 2 Jahre im Einsatz. Und die sind einfach so, hier ist eine Gelee-Palme drin mit einem Heizdraht versehen. Und ich habe hier auch ein ähnliches Klima wie in einem Gewächshaus. Ne? Man muss halt auch aufpassen, dass nicht so eine hohe Feuchtigkeitsbildung da drin ist. Im Gegensatz zu den Fließzelten, sage ich jetzt mal. Der Vorteil ist ja beim Hassler auch, durch diesen Deckel kommt immer noch ein bisschen Frischluft mit rein. Also diese Feuchtigkeitsbildung ist nicht ganz so stark. Ne? Wie zum Beispiel jetzt in unserem Florino-Zelt. Das haben wir ja jetzt mittlerweile schon den dritten Winter im Einsatz. Hier waren die ganzen Jahre die Zitronenbäume drin. Und dieses Jahr, wie gesagt, der Mandarinenbaum wurde ausgepflanzt und der Zitronenbaum, der hat eine andere Überwinterung bekommen. Und hier habe ich jetzt meine Zwergpalme drin. Die hat die ganz normale La Palma-Heizung drin. Das ist hier so auf plus 1 Grad eingestellt, per Thermostat. Und auch noch meine Nachzuchten von den kleinen Honigpalmentöpfen, die habe ich alle hier reingestellt in diesem großen Zelt. Und wie ich anfangs schon gesagt habe, hier ist halt immer das Problem bei diesen Zelten, die sind super, ja, aber man hat eine unerhört hohe Feuchtigkeitsbildung drin. Also Luftfeuchtigkeit so um die 90-95% ist fast Standard. Und das war halt für Zitronen- und Mandarinenbäume nicht optimal, weil die fangen auch das ganze Jahr an zu blühen. Und dann hatte ich hier Schimmelbildung auf den Blüten gehabt. Ja. Also bei den Palmen ist es jetzt, ich kann es auch jetzt bei den Temperaturen noch aufmachen. Wir haben jetzt gerade so um die 0 Grad. Und das macht ja nichts, aber das kann man bei Zitronenbäumen nicht machen. Ja, also das ist der Nachteil bei diesen Florino-Zelten. Aber ansonsten prinzipiell bei allen Folienzelten, dass man da umhört auf Schweiß, auf Hitze, Stau und Feuchtigkeit achten muss. Ja. Hier haben wir das andere System, das ist hier von dem Winterschutz Palm Center. Diese Hauben, die habe ich jetzt auch schon 3 Jahre im Einsatz und die sind optimal. Der Nachteil bei den Hauben ist eigentlich nur, oder nicht bei den Hauben, bei der Größe. Ne? Man hat ja maximalen Durchmesser von 70, 75 cm und das ist halt nicht so optimal. Man muss halt die kleinen Palmen kriegt man problemlos rein. Aber die Großen halt, wird halt schwierig mit dem Zusammenbinden, wenn die mal eine gewisse Auslandewedel erreicht haben. Ne? Auch mit dem Heizdraht. Und diese kleinen Hauben sind halt absolut atmungsaktiv. Ich habe hier oben noch zusätzlich noch so einen Deckel drauf gemacht, dass sich die Feuchtigkeit hier nicht dieses Regenwasser sich absetzen kann und das optimal abläuft. Und man hat da außerdem nochmal einen Schutz vor der Wärme, dass die noch ein bisschen länger in dem Schutz bleibt. Und heute Morgen hatte ich hier in diesem Schutz, glaube ich, 16 Grad gehabt. 16 Grad plus. Und eine Außentemperatur hatten wir heute Nacht von minus knapp 4 Grad. Ne? Und also kann ich jedem empfehlen. Sind nicht billig, aber schnell aufzubauen und machen das, was sie wollen. Die Pflanzen schimmeln nicht. Absolut atmungsaktiv. Und und dann habe ich jetzt dieses Jahr das erste Jahr im Einsatz. Ja, ein Schutzsystem, was ich mir selber anfertigen ließ. Ja, vom Palmen-Winterschutz. Und das ist natürlich allein schon vom Material her absolut atmungsaktive Haube. Die Gestänge sind halt definitiv breiter, größer. Man kriegt hier problemlos Washingtonia-Palmen rein. Die haben jetzt einen Durchmesser von 1,10 m, hat der jetzt hier Innendurchmesser. Ich kriege das auch bis zu 1,50 m, das wäre kein Problem.
Und hier habe ich dieses Jahr keinen Heizdraht drin. Jetzt haben wir hier maximal also so einen Heizlüfter, so einen kleinen, der hier auch optimal jetzt schon seit 4-5 Wochen arbeitet. Wir haben hier im Schutz einen Schnitt, eine Temperatur um die 5-6 Grad. Und ja, so wie es jetzt aussieht, man kann natürlich noch gar nichts sagen. Aber die Palme sieht hier sehr trocken. Die ist, ja, sieht gesund eigentlich, was man so sehen kann, aus. Also man hat auch keine Schimmelbilder oder sonstiges dran. Ne, also absolut super System, Thermostat gesteuert. Und ja, mal sehen, wie sich diese Systeme jetzt, welches sich am besten bewährt. Ich denke mal auch, das ist von Palme zu Palme unterschiedlich. Eine braucht ein bisschen andere Belüftung oder bei einer reicht nur der Heizkabel. Ja, also ich werde weiter berichten und hoffe, dass jetzt die nächste Woche jetzt nicht zu kalt wird und dass wir zu viele Schäden jetzt haben. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.